I get to the shopper. Willkommen zurück zum Minecraft Let's Play. Ja, und ihr seht, ich hab die Texturen geändert, ja. Yeah. So, wir gehen ein bisschen survivalen jetzt hier. Yeah, I'll be back in a few minutes. So, ich werde mal kurz zusammenfassen, was wir erlebt haben. Ja, mein Name ist John Carpenter und ich bin allein im Dschungel. Wir haben hier ein wenig Eisenerz abgebaut, hier in dem Tunnel, und haben anschließend dann, sind noch ein bisschen auf die Jagd gegangen, weil die letzte Folge ja kaputt war. Die war kaputt gewesen, ja, die hat irgendeiner kaputt gemacht, ich weiß nicht wer. Und, ja, dann sind wir rein und haben hier ein wenig, ja, Eisenbarren erstellt. Ja, ich werde noch ein paar mehr erstellen, aber, dazu kommen wir gleich. So. Das ist scheiße. Boah, ich wollte das echt eine ganze Folge durchziehen, aber es geht gar nicht. Scheiße, es geht überhaupt nicht. So, nein, also wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal für die... Ich weiß gar nicht, warum das alles so dunkel ist hier heute. Es ist heute alles irgendwie dunkler. Weiß nicht warum. Auf jeden Fall wollte ich eine ganze Folge durchziehen und ich werde nochmal kurz zusammenfassen und nochmal mich entschuldigen für die letzte Folge. Also es war, wie gesagt, das Problem war einfach gewesen, dass, ja, hier die Playstation, wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen abhängig davon. Ich muss gucken, dass ich mir irgendwann mal jetzt demnächst mal, nächstes Jahr dann eine Capture-Karte besorge. Weil dann geht das viel, viel schneller, viel, viel angenehmer. Und zwar bin ich auf die Share-Taste gekommen und dann ist die... Entschuldigung. Na, sowas macht man nicht im Let's Play. Doch, bei mir. I'll be back. So, und zwar, dann, wenn man auf die Share-Taste kommt, dann ist die zweite automatische Aufnahme auf einmal weg. Und wenn man dann wieder zurück ins Spiel, dann nimmt er ja schon wieder die anderen auf. Und da ist mir aus Versehen passiert. Alter, das ist so gefährlich, hier rumzulaufen. Ich will das Schwein haben. Keine scheiß Schwein. Sterb, Survival! So, die sterben. So, was machen wir denn? Achso, wir wollen noch ein bisschen mehr Eisenerz. Ich werde trotzdem noch mal ein bisschen hier Schweine schlachten. Das hört sich ein bisschen fies an, oder? Schweine. Hallo. Schweine schlachten, aber wir brauchen ein bisschen Fleisch und wir müssen noch ein wenig das Fleisch ranbraten, weil dann werden wir ein bisschen satter. Satter davon. Sagt man satter? Sagt man wirklich satter oder man ist satt dadurch? Man ist satt dadurch, kann man auch sagen, oder? Boah, ich muss mir irgendwie hier irgendwas hinbauen. Wir haben doch genug Erde, oder? Da, Erde. 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 So, wenn wir eben hier Erde hinbauen. Weil das geht gar nicht. So. Gott sei Dank. Und so hinbauen, dass ich da nicht runterfalle. Ja, das ist schon. Aber wenn ich jetzt so. Ja, wunderbar. Hallo? Jetzt kann man da auch hochspringen. Yeah, geil. Ich hoffe, euch hat die Musik gefallen. Ja, in den letzten Folgen. Wie gesagt, ich präge da so ein bisschen die eigene Musik ein, weil das ist Minecraft. Gefiedel ist nicht so meins. I get back. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir mal das Fleisch hier so ein bisschen braten. Yeah. So, nein. Quatsch, was mache ich denn da? So. Sehr schön. Rohes Schweinefleisch haben wir auch noch. Na, achso, das war Kies, ne? Wasserstein. Achso, ein Stein. Ach ja, wir hatten ja einen Stein in der letzten Folge. Stimmt ja, ich entsinne mich, da war was gewesen. Kohle, 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 Kohle. Ja, mal ein bisschen umstrukturieren. Ich finde übrigens unsere erste Wohnung richtig geil gelungen. Richtig schön. Was heißt erste Unterkunft, kann man ja auch sagen. Das ist nichts Besonderes. Das ist einfach nur erstmal ausharren. Ausharren in dem, was da kommt. So, was brauchen wir denn nicht? Das Zeug tue ich hier mal weg. Das ist alles... Eichensitzling, das brauchen wir alles gar nicht. Das ist alles irgendwie... Ne? So... Eichenholzbretter, ja, das lassen wir alles mal hier. Kohle brauchen wir auf jeden Fall für den Ofen zum Befeuern. Befeuern, Sand tue ich mal hier oben rein. So, das Fleisch brät, das ist super, das lasse ich... Oh, es ist dunkel. Dann werden wir jetzt schlafen gehen. Ich wollte eigentlich den Tag beginnen, habe ich ja eigentlich auch. Und erstmal einen Schluck Kaffee, Prost. Es ist irgendwie immer noch Nacht. Ich weiß nicht warum. Will er mich verarschen?
Alter, treten. Hallo, kannst du mal damit aufhören? Kannst du mal damit aufhören? Hallo, ich bin im Mieterschutz. Geh weg. Ich bin im Mieterschutz. Geh weg. Der soll weggehen. Ich bin im Mieterschutz. Nein, die treten mir die Tür ein. Ist sowas möglich? So. Davon werde ich jetzt mal die Hälfte nehmen. So, packen. Und genau, das Fleisch brät da oben noch. Das ist sehr schön. So, und dann werden wir jetzt wieder auf die Reise... Hallo? Auf die Reise gehen. Auf die Reise gehen. Mittlerweile geht das PlayStation Network wieder. Ja. Fackeln. Fackeln möchte ich mitnehmen. Und das ist... Was? Was? Wer? Wo? Geh weg. Fackeln hatten wir irgendwo gehabt. Das weiß ich. Da. Ich werde nochmal ein paar Fackeln mitnehmen. Weil ich gedenke doch, dass wir... Ah, Stickies brauchen wir dafür. Okay, ja. Just a moment. Denn ohne Fackel wäre es mir nicht passiert, denn je mehr Fackeln ich habe, desto besser finde ich zurück. Würde ich jetzt mal bauen. So. Hier eine Fackel hin. Was will der von mir? Der so... Uah. So, zack. Hier machen wir auch eine hin. Zack. Wo war denn jetzt nochmal der Eingang zu? War das hier unten? Ich weiß das gar nicht. Ich sehe gar nicht. Ich sehe so gut wie gar nichts, sehe ich. Ich glaube, hier ging es auch runter. Ne? Kann das sein? Ich glaube, ja. Machen wir mal hier eine Fackel hin. Nein, falsch. Da. So. Genau, dann werde ich nämlich diese Fackel auch sehen. Ich finde, achso, im Übrigen, ja, das Texturpaket, ja, wie gesagt, habe ich ja geändert. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon erwähnt. Ich finde das ganz cool, dieses Naturtexturpaket. So, dann mal ein wenig mir den Weg so ein bisschen bahnen, damit ich ungefähr weiß, wo ich hin muss, weil sonst verlaufe ich mich hier echt. Also, das ist. Also, ja, ich weiß, ich soll das nicht machen mit der Spitzhacke, aber das ist mir jetzt auch egal momentan. Ich will einfach nur wissen, wo ich lang muss. So, dann weiß ich ungefähr, aha, da geht's raus. So, hier ist schon mal wieder Cola. Cola. Komm nicht auf Cola. Da ist schon wieder Kohle. Kohle können wir gut gebrauchen, für den Ofen zu befeuern. Ich höre schon wieder jemanden. Was? Haha. Brenn, du Sau. So. Ja, während wir jetzt hier die Kohle abbauen, werden wir natürlich wahrscheinlich mehrmals angegriffen. Na. Kohle. Kohle ist immer gut und Eisenerz ist gut. Da können wir nämlich noch mehr dann die Barren bauen, die Eisenbarren. Uah. Kohle. Hallo? Ja, da ist noch mehr. Noch mehr Kohle. Uah. So, okay. Würde ich sagen, gehen wir noch tiefer ein bisschen in den Stollen. In den Stollen. Sagt man eigentlich hier schon Stollen? Warum sagt man das? Was war das denn für ein Geräusch? Warum sagt man eigentlich Stollen bei Dings? Das ist doch kein Christstollen. Und warum brennt da nicht die Sau? Weil er nicht im Helm ist. Komm her. Komm hier hin, brenn du Sau. Warum brennt der? Ah, jetzt brennt er. Ich brenne auch. Ist nicht so schlimm, wir haben noch ein bisschen Fleisch. Ja, sehr schön. So, wunderbar. Klasse, es funktioniert ja echt super. So wie ich mir das vorstelle. Also wir sind echt gut dabei, jetzt hier was zu reißen. Ich gehe mal weiter in den Stollen. Hier ist auf jeden Fall Kohle. Und ein scheiß Drecks-Zombie. Komm, geh sterben. Sag mal, warum geht der denn nicht sterben? Ist noch was möglich? Soll uns jetzt in Ruhe lassen? Konnte man den nicht irgendwie zerstören? Ich glaube, ja. Hey, ich habe Kisten gefunden. Mit Cheesepulver? Und ein Sattel. Jawohl, das nehme ich alles mit. Oh, ich...
müssen hier echt aufpassen, aber ey, ich bin... Boah, geil, was wir schon gefunden haben. Unglaublich. Boah, Weizen, damit können wir echt was anpflanzen. Das ist echt der Wahnsinn. Cool. Hätte ich jetzt mal nicht gedacht, dass wir hier bei der... Boah, Brot haben wir. Das können wir backen dann nochmal. Ey, ist ja der Wahnsinn. Namensschild. Wofür brauche ich denn ein Namensschild? Jetzt mal ganz ehrlich. Ist mir scheißegal. Ich packe alles ein. Ich packe alles ein. Mehrere Sattel, das ist mir egal. Und hier ein Faden. Geil. So, und jetzt bauen wir noch ein bisschen ab. An Kohle habe ich nämlich gesehen, da oben ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Da kommt schon wieder ein Zombie, glaube ich. Ich werde einfach mal hier zubauen. Da könnt ihr mir nämlich gar nichts. So. So, dann werden wir mal wieder weitermachen. Kohle, 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 Kohle. So. Jede Menge Kohle zum Befeuern des Ofens und auch um Fackeln zu erstellen. Ich finde, wir haben schon echt Glück hier mit der Höhle gehabt, dass sie echt hier so dicht bei uns an so einem Haus, an so einem provisorischen Haus dran ist. Das ist schon echt super. Weil da kann man echt nicht sagen, vor allem was wir jetzt gefunden haben in den Truhen. Ey, ich bin voll am Feiern, ihr merkt's. Das ist unglaublich. Unglaublich. So. Ja, das ist natürlich supi. Das finde ich klasse. Das belassen wir erstmal so. Ich werde erstmal nochmal was essen. So, ich muss da immer so ein bisschen drauf achten. Ich achte da meistens nicht drauf. Ich weiß nicht warum. So. Gut, dass wir uns die Fackeln gelegt haben, weil sonst wüsste ich echt nicht, wie wir rauskommen würden. So. Ich weiß gar nicht, haben wir draußen? Ja, wir haben noch Tag. Sehr schön. Sehr geil. So, mit dem Brot. Entweder können wir das Brot... Ich weiß gar nicht, kann man das Brot nochmal in den Ofen schieben? Ich weiß das gar nicht. Wir müssen das einfach mal ausprobieren. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt an der ersten Folge, ich bin der totale Minecraft-Noob. Aber ich finde es toll, dass ich euch da mitnehmen darf jetzt hier in dieser Reise. Oh, guck mal, Äpfel. Wo kommen die denn her? Ach, die nehme ich einfach mal. Je mehr, desto besser. Da hinten ist ein Pferd, das können wir mal ausprobieren. Ich muss da nur einen Stall machen, damit das Pferd hier nicht wegläuft. Das machen wir jetzt noch. Jetzt mal kurz ausprobieren. Kurz so einen Sattel mal eben nehmen. Mal eben kurz hier ausprobieren. Ich bin so voll. Also vom Inventar. Oder muss ich das jetzt erst mit dem Seil, mit dem Faden einfangen? Ich habe mich nicht informiert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, ich weiß es nicht. Und außerdem ist es ein Esel, oder? Nee, es ist ein Pferd. Ist aber egal. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ihr könnt mir da wahrscheinlich helfen. Schreibt unter die Kommentare, wie ich das Pferd da zum Reiten bringe. Das klang jetzt irgendwie politisch nicht richtig. Wie ich reiten kann. Ja, so ungefähr. Naja, ist ja auch egal. So, wir werden uns mal ein wenig entleeren. So, mein Gott, was wir schon alles gefunden haben. Ich glaube, ich sollte gleich noch eine Kiste erstellen. Wofür ist überhaupt das Namensschild? R2. Wird verwendet, um NPCs in der Welt Namen zu geben. Ah, NPCs Namen zu geben. Das ist natürlich interessant. Steht beim Sattel auch was? Kann mit einem Schwein verwendet werden, wodurch es möglich ist, auf ihn zu reiten. Mit einer Karotten... Achso, mit einer Karottenroute. Ah, das geht, glaube ich, beim Dings, glaube ich, nicht. Bin mir da nicht sicher. So. Großes Hühnchen haben wir sogar auch. Cool. Großes Hühnchen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das mit dem Brot werde ich gleich mal ausprobieren. Und das Schießpulver. Wofür ist denn Schießpulver? Wir haben noch gar keine Waffen hier. Oder irre ich mich da ein wenig? Ich weiß das gar nicht. So, die Barren werde ich auch schon mal da reinpacken. Ich werde so ein bisschen wieder sortieren. Weizen, doch geil. Das ist unbedingt verrottetes Fleisch. Ah, das werden wir gleich wegschmeißen. Das brauchen wir nicht mehr. Kies tun wir auch hier rein. Nochmal Schießpulver. Schießpulver wir schon haben. Nochmal Schießpulver. 7 Schießpulver. Unglaublich, aber wahr. Spitzhacke, ja, Axt, die anderen sind noch gut. Ein Schwert bräuchten wir noch. Wir können mal so langsam, können wir mal anfangen mit den Eisenbarren uns Eisenwerkzeuge zu bauen. Das ist viel, viel geiler, weil dann halten die auch ein bisschen mehr aus wieder. So, nochmal ein Sattel da rein. So, zack. Fackel und Fleisch behalte ich. So. Ist es schon wieder... Ist schon wieder Nacht? Nee. Ich werde mal eben das verrottete Fleisch wegschmeißen.
Schmeiß es mal im Wasser. Weg damit. So. Ja, es ist Nacht. Geh fertig schlafen gehen. Zack. Prost zusammen. Ich muss mal einen Kaffee trinken. Ah, ich weiß, im Let's Play soll man das machen, aber bei mir ist immer die Mundflora so trocken. So, da haben wir noch Fleisch, genau. Jetzt wollte ich noch mal eben kurz hier das mit dem Brot ausprobieren. Geht das auch? Nein, da passiert nichts. Regeneriert 2,5%. Okay, also das kann man dann so, das ist gut. Oh nee, das wollte ich nicht. Okay, dann können wir das Brot quasi auch schon gleich einlagern. Kann man das so machen, dass das Brot hält? Oder wird das schimmelig? Ich weiß es gar nicht. Das ist gut. Davon haben wir 10. Achso, ja, wir wollten, genau. Wir wollten uns die Werkzeuge machen. Hier, Eisenspitzhacke, Eisenschaufel, Eisenaxt, Eisenhacke, eine Schere, da können wir die Schafe mit scheren, das ist gut. Und ein Eisenschwert werde ich noch nehmen. Alles erstmal nur einmal. Und dann werde ich die Eisenmachen wieder wegpacken. Weil Eisen zu bekommen, fand ich jetzt persönlich relativ, ja, nicht schwer, aber auch nicht einfach. So, ich werde natürlich erstmal die anderen Sachen wieder verbrauchen, bevor ich jetzt großartig hier irgendwas... nee, Moment, das ist die Eisendings, ne? Genau, Eisen, Eisenschwert, Eisenschaufel, da sind unsere... So, da fehlt aber noch die Hacke. Die Hacke brauche ich sowieso momentan. Ich weiß nicht, ich nutze die Hacke so gut wie gar nicht manchmal. Die ist, glaube ich, eher nur so zum Säten, wie auch immer. Säten. Lalalala. So, jetzt werden wir... Ich hätte noch voll Bock hier in der Höhle noch... Komm her, du Sau. Hasta la vista, Baby. Nee, aber das hier mit den Links finde ich ganz cool, mit den Fackeln, weil dann sehen wir nämlich auch, wo wir wohnen. Das werde ich ein bisschen verbreitern, dass ich so ungefähr weiß, wo wir platziert sind mit unserer Wohnung. Aus der Ferne, damit man das aus der Ferne auch sieht. Ja. Falls ich mal irgendwie mal mich verlaufen sollte, weil ich habe ja noch keine Karte. Das habe ich ja in den letzten Folgen ja eindrucksvoll bewiesen, wie man sterben kann in dem Spiel. So. Ja, dann werden wir mal weitergehen. Ich habe noch 2 Fackeln. Das ist nicht gut. Ist mir auch gerade egal. Ich nehme da eine halbe Fackel mit. Weil die Fackel braucht hier nicht unbedingt stehen. Ich weiß ja, wo der Ausgang hier ist. So, blub. Und da unten läuft er. Da unten läuft der. Mir ist übrigens aufgefallen, es war ein bisschen dunkel teilweise. Ich kann mal eben kurz hier gucken, ob ich hier was ändern kann. Ja, den Gamma-Wert. Den werde ich ein wenig hochschrauben, weil das war echt doch verdammt dunkel für euch. Grundgesteinnebel? Was ist denn das? Okay. Sieht irgendwie gleich aus. Naja. Ich gehe trotzdem mal jetzt hier weiter, wo wir waren. Vielleicht finden wir ja noch ganz interessante Dinge. Schauen wir mal. Ich werde mal hier lang gehen, wo der Wasserfall ist. Wow! Wow! Wow, 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 wow! Wow! Alter, ich sehe gar nichts. Der scheiß Fixbrille. Oh ja, Kohle. Kohle. So. Gehen wir jetzt hier weiter? Hier kam der. Hier war der Freak, war hier. Der explodierende Freak. Uah. Da ist eine Spinne. Ich habe sie schon gehört. Ich hasse Spinnen. Ich geh mal hier lang. Die Frage ist, wo ist die scheiß Spinne? Scheiße, ich habe keine Fackeln mehr. Ich sollte mal ein paar Fackeln erstellen. Und ich sollte vielleicht mal das Wasser hier... Boah, nervt das. Das Wasser werde ich hier mal... Mein Gott. Irgendwie das Wasser versuchen aufzuhalten. Werden wir das mal machen. Achso, okay. Ja, nee, ist klar.
Da haben wir noch die Eisenspitzhacke. Ja, das geht doch viel, viel schneller. So, wenn wir kurz gucken, kann ich da was hinbauen? Hallo? Na! Oh, wie süß. Ist der niedlich? Oh, ist der niedlich? Oh, ist der süß? Oh, ist der süß? Das heißt, irgendwo ist schon wieder so eine Kiste, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie nochmal das Spiel funktioniert. Ja, super. Das klappt ja ganz toll, was ich hier vorhabe gerade. Hallo? Was mache ich denn da? Das. Ich will doch nur, dass das Wasser aufhört zu fließen. Gib. Sag mal. Hallo? Ist da sowas möglich? Das ist wie ein Fahrstuhl jetzt gerade. Ich weiß, es ist gerade jetzt nicht so interessant, aber ich möchte doch gerne das Wasser, wie gesagt, da zum Stehen bringen. Vielleicht finden wir hier zwischendurch noch ein bisschen Kohle. Eben Kohle ist immer gut. Kohle kann man gut gebrauchen. So. Da Wasser, dahin, 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 dahin. Dahin. Na. Hallo? So. Und so. Und so, 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 so. So. Und irgendwie kommt das Wasser trotzdem noch irgendwo her. Ich habe keinen blassen Schimmer hier. Ich werde hier mal zumachen. Vielleicht hilft das ja was. So, zack. Jetzt müsste aber das Wasser. Ja, Gott sei Dank, ey. Oh, ätzend. Ist das nervig, oder? Es ist voll nervig manchmal. So, wenn ihr selber Minecraft-Spieler seid, dann wisst ihr, wovon ich rede. Jetzt geht es natürlich hier weiter, ist klar. Natürlich, natürlich. So, wenn wir noch ein bisschen Steine sammeln hier. Muss immer aufpassen, wenn man nach oben gräbt, dass man nicht da schon wieder irgendwie eine Wasserluke frei macht. Ist das dunkel, ey. So. Es ist immer noch dunkel. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Ja, die Spinne. So. Was ist denn jetzt? Ich hatte mir auch noch die Fackel weggenommen. Das ist natürlich sehr geil. Und das Wasser fließt jetzt hier lang. Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Wasser? Das gibt's doch nicht. Das. Da ist Alter. Du Scheißwasser! Ich hasse dich! Wasser! Ich hasse dich! So, jetzt müsste es aber gut sein, ne? Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Meine Güte. Memo an mich: hier nicht graben. Ja, muss ich mir aufschreiben. So. Da ist der Kleine, der kommt von da. Gut zu wissen. Wir sollten gleich was essen. Ich weiß, mir fällt's gerade schon wieder nicht auf. Oh, cool. Gut, dass wir das Fleisch gebraten haben. Ich werde mal nach Hause gehen, weil erstens generieren wir uns unsere Lebensenergie. Die Fackel kann ich mal mitnehmen hier, die hier sind. Da möchte ich jetzt erstmal noch nicht wieder lang. So. Dann haben wir wieder ein paar Fackeln, die wir wieder mitnehmen können. So, zack. Und zack. So. Genau. Kann man nochmal hier. Ja. Was ist das denn? Haben wir Eisenerz? Nein. Gibt's doch gar nicht. Tatsache, wir haben Eisenerz gefunden. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Weil es so gleich, weil das im Dunkeln so gleich aussah. Oh, eine Fledermaus. Komm her. Komm her. Scheiße. Oh. Fledermäuse. Die fliegenden Kreaturen findet man in Höhlen oder anderen großen geschlossenen Räumen. Bei mir auf dem Klo. Auch. So. Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, gehen wir mal eben schnell auf die Schnelle nach Hause. So, wir haben unsere Lebensenergie schon generiert, sehe ich gerade. Aber ich werde auch noch ein paar Fackeln bauen und werde noch mal ein paar Kühe schlachten. Weil je mehr Essen wir haben, desto besser.
Steine, falls ich welche sehe, da ist schon ein Schwein und ein Schaf. Schaf lasse ich. Nee, Schwein. Ferkelchen, komm her, Ferkelchen. Ich glaube, wir haben echt einen guten Punkt. Guten Punkt hier organisiert mit unserer ersten Wohnung. Es sind verdammt viele Ferkels unterwegs. Da drüben auch, glaube ich, habe jetzt aber keinen Bock. So. Da habe ich jetzt keinen Bock rüber zu gehen. So. Stufe 11 bin ich schon, unglaublich. Bäh. So, ich werde währenddessen schon mal das. Ah, guck mal hier. Yeah, cool. So. Das nächste Fleisch in die Pfanne hauen. Achso, wir müssen auch noch das rohe Hühnchen müssen wir auch noch machen. Eisenerz, 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 Eisenerz. Da können wir wenigstens einen Barren noch mal eben machen. Die Schnelle. Kohle haben wir auch wieder genug gefunden. Brot haben wir auch noch. Und Fackeln, genau. Ganz wichtig, Fackeln müssen wir herstellen. Und wir müssen noch unbedingt Holz wieder sammeln. Geben wir mal ein bisschen Holz hacken. Hacking. Holzhacking betreiben. So, ich werde jetzt mal voll hier die Fackeln ausrüsten. Dann haben wir sie. Es wird übrigens auch schon wieder Nacht, fällt mir auf. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um mir jetzt hier auch einen Cut zu machen. Und, ja, yeah, geil. Aber den Eisenbarren nehme ich noch mit. Na, schmeiß mir noch ein rohes Hühnchen in die Pfanne. Und wenn ich morgen früh aufstehe, dann ist das Hühnchen fertig und ich gehe jetzt schlafen und würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder. Macht's gut. Ciao.